Es ist 15 Uhr. Guten Tag bei Welt an diesem Mittwochnachmittag. Wieder gab es in Berlin eine antisemitische Attacke. Festgehalten wurde das Ganze mit einem Handyvideo. Mit einem Gürtel schlägt ein junger Mann auf einen 21-jährigen Israeli ein. Das zeigen die Bilder eindeutig. Zu hören ist immer wieder das Wort Yahudi, zu Deutsch Jude. Das Opfer und sein Begleiter trugen beide eine Kippa. Inzwischen ist die Polizei eingeschaltet und sucht nach dem Täter. Mehr von Lena Mosel. Ich filme dich. Yahudi, also? Yahudi, Jude. Ein junger Mann attackiert einen 21-Jährigen. Der trägt eine Kippa. Seine beiden Begleiter halten den Angreifer schließlich zurück. Passiert ist das Ganze in Berlin-Prenzlauer Berg, einem gut situierten, familienfreundlichen Bezirk. Was sollen wir machen? Wir können nicht mehr in solche Bezirken, dass es wie Prenzlauer Berg erscheint. Wir können nicht mal in Mitte erscheinen, dass es mit unserer erkennbar als jüdische Menschen. Einen ähnlichen Fall gab es erst im Dezember. Zwei Männer beleidigen den israelischen Restaurantbesitzer Yoray Feinberg. Auch hier läuft die Kamera mit. Geh doch weg von hier, geh doch weg, geh weit weg. Niemand schützt euch, niemand schützt euch. Tatsächlich ist die Zahl antisemitischer Straftaten in den vergangenen Jahren in etwa gleich geblieben. Und 95% davon kommen aus dem rechten Spektrum. Aber Unterschiede gibt es in der Form der Vergehen. Wir haben schon Erkenntnisse, dass diese körperlichen Angriffe eher aus dem arabischen Spektrum herauskommen. Im anderen Bereich, nämlich der Beleidigungen, der antisemitischen Beleidigungen im Internet oder durch Schmierereien, das ist dann eher dem rechtsradikalen Milieu zuzurechnen. Ob mit Kippa, Kreuz oder Kopftuch, die Berliner Polizei hat eine Dienststelle eingerichtet, die sich ausschließlich mit diskriminierenden Straftaten beschäftigt. Im Falle des attackierten 21-Jährigen sind die Beamten sicher, den Täter zu fassen, da das Opfer dessen Hass auf Video festhielt. Es soll sich um eine der größten Razzien in der Geschichte der Bundespolizei handeln. 1500 Beamte, darunter auch die Eliteeinheit GSG 9, zerschlugen eine brutale Schleuserbande. Es ging vor allem um Menschenhandel und Zwangsprostitution. 60 Bordelle wurden durchsucht und über 100 Personen festgenommen. Von Nordrhein-Westfalen aus soll eine deutsch-thailändische Gruppe die organisierte Kriminalität geführt haben. Und Kopf des Rings ist offenbar eine Thailänderin. Gegen sie wurde bereits Haftbefehl erlassen. Gegen 6 Uhr am Morgen schlägt die Bundespolizei zu, durchsucht bundesweit Privatwohnungen und Bordelle, wie hier in Bonn. Im Fokus eine Bande, die thailändische Frauen und Transsexuelle zur Prostitution zwang. Mehr als 100 Personen werden vorläufig festgenommen. Das bedeutet, wir klären gegenwärtig ab, die Rolle zum Verfahren, sind es Beschuldigte, sind es vielleicht auch Opfer, wie ist der Aufenthaltsstatus und ähnliches mehr. Das heißt, die wurden erstmal vorläufig festgenommen, wir prüfen das, wir ermitteln das und dann wird sich entscheiden, was mit den Personen weiter passiert. Im Nordrhein-Westfälischen Siegen nimmt die Bundespolizei auch die Drahtzieher der Bande fest. Eine 59 Jahre alte Frau aus Thailand, hier auf dem Bild zu sehen, und ihren 62 Jahre alten Lebensgefährten. Gemeinsam sollen sie ein bundesweites Netzwerk aufgebaut haben. Die eingeschleusten Opfer aus Thailand wurden von Bordell zu Bordell gereicht, damit sie nicht auffielen. Ihren kompletten Lohn mussten sie zudem abgeben, angeblich um ihre Schulden für die Einschleusung abzubezahlen. Schulden zwischen 16.000 und 36.000 Euro sind diesen Personen dann in Rechnung gestellt worden. Und diese wurden dann mit den Erlösen aus der Prostitutionstätigkeit verrechnet. Mit der Folge, dass diese Personen überwiegend über einen längeren Zeitraum ohne eine Einnahmequelle hier in der Bundesrepublik tätig geworden sind. Die Ermittler gehen von einem Millionengeschäft aus. Bei der bundesweiten Razzia nun soll es sich um den größten Einsatz in der Geschichte der Bundespolizei handeln. In insgesamt 12 Bundesländern gab es Durchsuchungen, unter anderem in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Insgesamt 7 dringend Tatverdächtige nahmen die Beamten fest. Heute noch sollen sie dem Haftrichter vorgeführt werden. Und damit schauen wir nach Düsseldorf. Jens Reumpert hat für uns natürlich diese groß angelegte Razzia beobachtet. Und Jens, da fragt man sich natürlich zum einen, also weit über 100 Festnahmen, Haftbefehle, die erlassen worden sind. Ein großer Ring offenbar von brutalen Schleusern. Wie wurde diese Razzia vorbereitet? 14 Monate hat es insgesamt gedauert, die heutige Razzia vorzubereiten. Man hat wohl zahlreiche Hinweise Anfang 2017 bekommen. Von Mittätern und auch von mutmaßlichen Opfern gab es wohl zahlreiche Aussagen,
die die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt dazu gebracht haben, Ermittlungen aufzunehmen. Und hat sich sehr, sehr viel Zeit genommen und hat vor allem auch akribisch darauf geachtet, dass nichts nach außen dringt, dass sich die Verdächtigen nicht informiert fühlen und vielleicht irgendwelche Gegenstände, irgendwelche Beweismittel beiseite schaffen können. Aus diesem Grunde hat es so lange gedauert, diese 14 Monate, bis man dann heute Morgen um 6.30 Uhr an insgesamt 100 Objekten in 12 Bundesländern zugeschlagen hat. Die Bundespolizei war mit 1500 Kräften im Einsatz, unter anderem auch hier in Düsseldorf hat man ein Bordell durchsucht und hier in einer Privatwohnung eine Person festgenommen. All das, was man nun zusammengetragen hat an Beweismitteln, wird man nun auswerten bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt und natürlich auch die knapp 100 Festgenommenen vernehmen. Jens, danke nach Düsseldorf. Die Bestürzung, sie ist weiter groß. Die Obduktion ergab nämlich, dass der 15-jährige Maurice bei der Schlägerei in Passau an seinem eigenen Blut starb. 5 Haftbefehle wurden bereits erlassen. Die Hintergründe der Prügelei, die sind trotz vieler vermeintlicher Zeugen allerdings weiter unklar. Bis auf Kerzen, Blumen und viele, viele Trauernde deutet nichts mehr auf die brutale Schlägerei hin. Eine Passage in der Passauer Innenstadt, ein Junge totgeprügelt, mit Schlägen an den Kopf traktiert wurde Maurice K. Es müssen sehr viele gewesen sein, denn die vorläufige Obduktion ergab, der Junge ist an seinem eigenen Blut erstickt. Die 5 Tatverdächtigen, gegen die nun Haftbefehl erlassen wurde, müssen sich nun der Körperverletzung mit Todesfolge verantworten. Wir gehen derzeit davon aus, dass das Blut aufgrund der Schläge im Körper ausgetreten ist und in die Atemwege gelangt ist. Offensichtlich hatten sich Maurice K. hier Facebook-Fotos des Jungen und ein weiterer 15-Jähriger über soziale Netzwerke hier am Schanzel in der Passauer Innenstadt verabredet, um etwas zu klären. Aber was? Aus dem Streit wurde eine Gewaltorgie. Rund 20 Menschen standen herum, sahen zu und schritten nicht ein. Möglicherweise hatten sie ebenfalls in sozialen Netzwerken von der Verabredung erfahren. Es spricht viel dafür, dass diese Personen, die auch zum Großteil Jugendlichen waren, Kenntnis hatten davon, dass da eine Auseinandersetzung zwischen den beiden 15-Jährigen stattfinden sollte. Die Ermittler suchen jetzt dringend nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Viele Schulklassen kamen am Vormittag an den Tatort, um zu trauern. Die Anteilnahme in Passau am Tod von Maurice ist riesig. Und damit schauen wir in die bayerische Stadt Passau. Marie Pschibilla beobachtet für uns die Situation. Und Marie, man kann es feststellen, oder? Die Anteilnahme nach dieser schrecklichen Tat, sie ist wirklich groß. Ja, Carsten, die Anteilnahme hier in der Stadt Passau ist wirklich riesig. Wir stehen hier seit den frühen Morgenstunden und wir schauen mal hinter mich. Der Berg an Kerzen wächst stündlich, wächst minütlich. Blumen werden hier immer wieder hingelegt. Natürlich vor allem sehr junge Leute, die hier kommen. Freunde von Maurice, Klassenkameraden, auch ganze Schulklassen hier von benachbarten Schulen waren schon da. Und die große Frage, die hier eben immer wieder diskutiert wird, ist, wie konnte das passieren, wenn da doch bis zu 20 Leute dabei standen? Darauf hat niemand so eine richtige Antwort. Das muss auch die Polizei noch klären, ob da vielleicht noch ermittelt wird in Richtung unterlassener Hilfeleistung. Eine mögliche Erklärung, warum da vielleicht direkt niemand eingeschritten ist, könnte sein, dass das Obduktionsergebnis erstmal ergeben hat, dass Maurice keine großartig sichtbaren Verletzungen hatte. Das heißt, er war nicht blutüberströmt, er hatte kein blaues Auge, sondern äußerlich war da kaum etwas zu sehen. Das könnte der Grund sein, warum da keiner direkt dazwischen gegangen ist. Ansonsten laufen die Ermittlungen einfach immer noch. Es wird immer noch nach Zeugen gesucht. Die Zeugin, die Dame mit dem Hund, die hier auch alles beobachtet haben soll als Passantin, auch die hat sich aktuell noch gar nicht gemeldet. Das heißt, da sind immer noch die Ermittlungen im Gange. Marie, danke nach Passau. Endlich, das ist wohl die treffende Formulierung, Einigung im öffentlichen Dienst. Die 2,3 Millionen Beschäftigten bekommen in 3 Schritten eine Lohnerhöhung von insgesamt fast 7,5%. Die Laufzeit des Vertrages beträgt 2,5 Jahre. Für Bund und Kommunen und damit auch für uns Steuerzahler bedeutet das Mehrausgaben von rund 10 Milliarden Euro. Wer ein halbes Jahr Koalitionsverhandlungen hinter sich hat, für den scheinen Tarifverhandlungen ein Klacks zu sein. Horst Seehofer ist auch bei Verhandlungsende mitten in der Nacht noch guter Dinge, auch wenn es zeitweise hart zugegangen sein soll. Es war, wie ich eingangs sagte, sehr, sehr intensiv. Und es war gut, dass ich ein Training hinter mir hatte in den Koalitionsverhandlungen mit Jamaika.
Trotz Seehofers Trainingszustand konnten die Gewerkschaften für den öffentlichen Dienst insgesamt 7,5% mehr Geld herausverhandeln, das Ganze in 3 Stufen. Rund 3,2% rückwirkend zum 1. März diesen Jahres, zum April nächsten Jahres dann nochmal 3,1% und ab März 2020 dann nochmal rund 1,1%. Untere Einkommen können sich zudem über eine Einmalzahlung von 250 Euro freuen. Auszubildende bekommen 100 Euro mehr Ausbildungsvergütung. Die Gewerkschaften sind zufrieden. Nicht, dass es noch an der einen oder anderen Stelle hätte verbessert werden können. Keineswegs. Aber es ist das beste Ergebnis seit vielen Jahren. Und es war die erste Runde für Horst Seehofer als Chefverhandler für den Bund. Das Lob der Gewerkschafter ist dem Innenminister fast schon peinlich. Ich würde mich freuen, noch ganz viele Verhandlungen mit ihm zu machen. Ja, weil das könnte mir schaden. Gute Laune auch für zuletzt genervte Bürger, denn nach der Einigung dürfte es rund 2,5 Jahre im öffentlichen Dienst keine Streiks mehr geben. Und soeben hat uns diese Einmeldung aus der Türkei erreicht. Sehr interessant, denn nach dem Willen von Staatspräsident Erdogan soll es bereits im Sommer vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen geben. Der Termin ist der 24. Juni 2018, sagte Erdogan in Ankara. Geplant waren eigentlich diese beiden gleichzeitig stattfindenden Wahlen bislang. Für den November 2019 über die Gründe ist bisher nichts bekannt. Da sind wir natürlich in der Recherche mit unseren Korrespondenten in der Türkei. In 7 Bundesländern ist die Polizei den ganzen Tag über auf der Jagd nach Rasern und seit dem Morgen läuft dieser Blitzermarathon. In Bayern wird besonders viel kontrolliert, denn 2007 gab es allein im Freistaat 226 Verkehrstote durch Unfälle mit zu hoher Geschwindigkeit. Achtung und bitte lächeln. Heute lauern hunderte Blitzer auf schnelle Beute wie hier in Frankfurt. Es ist der Höhepunkt der Kontrollwoche Speed. Erlaubt sind hier 50 km/h. Und der Tagesschnellste war heute 76, also noch kein Fahrverbot, aber schon im Bußgeldbereich. Auch im größten Bundesland Bayern wird ordentlich geblitzt. Die Polizei kontrolliert an rund 2000 Messstellen Temposünder, weil die Zahl der Verkehrstoten in den vergangenen Jahren durch Raser gestiegen ist. Natürlich müssen wir immer wieder dem Verkehrsteilnehmer sagen, pass deine Geschwindigkeit auf, fahr nicht zu schnell. Erstens ist es sehr teuer und zweitens ist es natürlich für ihn selber, aber natürlich auch für Unschuldige dann möglicherweise sehr gefährlich. Daher gehe es nicht darum, möglichst viele Raser zu erwischen, sondern in erster Linie auf Gefahrenstellen im Verkehr hinzuweisen. Autofahrer sind vorgewarnt, dennoch werden wie in den vergangenen Jahren wohl mehrere tausend geblitzt werden. Die Bußgelder reichen von 15 bis 700 Euro. Der Sinn des Blitzmarathons ist umstritten. Der Automobilclub Mobil in Deutschland sieht in ihm ein falsches Signal. Man passt vielleicht ein bisschen mehr auf, das ist richtig, aber am nächsten Tag ist wieder alles vorbei und dementsprechend ist es nicht das, was wirklich man unter Radarkontrollen und mit Lerneffekten wirklich versteht. Neben Bayern wird noch in 7 weiteren Bundesländern geblitzt, darunter Hessen und Niedersachsen. Bis Donnerstag, 6 Uhr morgens, wird kontrolliert. Doch auch danach sollten Autofahrer nur mit Verstand Gas geben. Was für ein Flugzeugunglück, denn während eines Fluges von New York nach Dallas brachen Teile eines Triebwerks in 10 Kilometern Höhe ab. Splitter durchschlugen daraufhin die Außenhaut der Maschine und drangen in das Innere. Durch den plötzlichen Druckabfall wurde eine Passagierin fast aus der Maschine gesogen durch das Flugzeugfenster. Andere Passagiere konnten sie halten. Aber dennoch verstarb sie an ihren schweren Verletzungen. Sauerstoffmasken fallen von der Decke, Metallsplitter fliegen durch die Luft, zertrümmern ein Fenster. Ein Passagier filmt die Schreckensminuten, nachdem das linke Triebwerk der Boeing 737 explodierte. Für Jennifer Rye Orden, die in Reihe 17 saß, beginnt in 10 Kilometer Höhe ein Albtraum. Die starke Sogwirkung reißt die Frau von ihrem Sitz in das zerstörte Fenster. Mitreisende reagieren sofort, sie halten die Frau fest und ziehen sie zurück in die Kabine. Die Mutter von 2 Kindern wird so schwer verletzt, dass sie stirbt. Um 11.34 Uhr wurde ein Notfall gemeldet. Um 12.32 Uhr wurde der Vorfall unter Kontrolle gebracht. 17 Feuerwehren und sanitäre Einsatzkräfte waren im Einsatz. 143 Passagiere und 5 Crewmitglieder befanden sich an Bord der Maschine. Die Pilotin blieb nach Angaben der Fluggäste ruhig, während sie zur Notlandung ansetzte. Dennoch litten ihre Passagiere Todesangst.
Wir verloren Druck in der Kabine und es war eine verstorbene Frau auf dem Flug. Es war eine sehr beängstigende und traumatische Erfahrung. Das Flugzeug war auf dem Weg von New York in die texanische Stadt Dallas, als es zu dem Notfall kam. Nun muss geprüft werden, wie es zu dem Vorfall kam. Wir nehmen dieses Ereignis sehr ernst. Dies sollte nicht geschehen und wir wollen herausfinden, warum es passiert ist. Nach der Notlandung hieß es auf der Twitter-Seite des Flughafens Philadelphia, Flug 1380 sei sicher gelandet und die Passagiere ins Terminal gebracht worden. Anschließend löschte die Feuerwehr das Triebwerk mit Schaum. Und wir bleiben noch in den Vereinigten Staaten, denn dort bleiben am 29. Mai alle 8000 Starbucks-Filialen einen Nachmittag lang geschlossen. Das Unternehmen schickt seine 175.000 Mitarbeiter zu einem Antirassismus-Training. Grund ist ein Vorfall Anfang der Woche in einer Filiale in Philadelphia. Ein Angestellter hatte dort zwei Afroamerikanern Hausfriedensbruch vorgeworfen, weil sie keinen Kaffee bestellten und trotzdem die Toilette benutzen wollten. Er holte daraufhin die Polizei. Die beiden Männer wurden in Handschellen abgeführt und nach kurzer Zeit jedoch wieder freigelassen. Damit schauen wir an die Frankfurter Börse zu Johanna Klar von der Aktionär TV. Also Johanna, erst positiv begonnen, dann wieder ins Minus. Was gibt uns der Nachmittag heute für eine Richtung vor? Die ist noch nicht ganz ausgemacht. Wir treten nach wie vor noch auf der Stelle. Gestern war es ja andersrum. Da sind wir negativ gestartet und sind dann deutlich in den positiven Bereich gedreht. Heute sieht es aber nicht nach einem so starken Kurswechsel aus. Das heißt, wir sind leicht im Plus in den Mittwoch gestartet. Aktuell notiert der DAX eben auch nur 0,1% im negativen Bereich. Aber wir haben heute schon die Marke von 12.600 Punkten gesehen. Und es gab heute schon Konjunkturnachrichten. Die sind nicht ganz so prickelnd ausgefallen. Die Inflationsdaten waren schwächer als erwartet. Und von dem langfristigen Ziel der 2% ist man im März dann doch ein ganzes Stückchen entfernt gewesen. Aber die Experten sagen heute beim DAX, das ist lediglich ein Durchschnaufen, nachdem es gestern ordentlich nach oben ging. Aktuell 0,1% im negativen Bereich mit 12.577 Punkten. Bei den Einzelwerten finden wir Heidelberg Zement unter den größten Gewinnern wieder. Aber auch RWE, der Energieriese, ist heute gefragt. Genauso wie Thyssen, die Deutsche Post und Merck. Merck hat gestern ordentlich abgegeben. Dementsprechend dann heute die technische Gegenbewegung. Und wenn wir uns mal die Verliererseite anschauen, da finden wir Continental, den Automobilzulieferer, als größten Verlierer. Die haben nämlich heute die Gewinnprognose für das Jahr 2018 gekappt. Und das gehört zu den schlechtesten Nachrichten, die man Anteilseignern liefern kann. Aktuell 4% im Minus. Die Commerzbank gibt ab, aber auch Daimler. Hatten wir einen negativen Analystenkommentar von Barclays schon gesehen. BMW und Infineon ebenfalls schwächer unterwegs. Johanna, danke nach Frankfurt. Wie heißt es so schön? Der DFB-Pokal hat ja seine eigenen Gesetze und damit sind wir beim Fußball. Aber das, was wir gestern gesehen haben im Spiel Bayer gegen Bayern München, also die Münchner, die waren ja nicht zu halten. 6:2, eine wahre Lehrstunde also für die Werkself aus Leverkusen. Damit stehen die Bayern fürs Finale fest und das Spiel, das wollen wir uns noch mal genauer angucken. Tja, aber wir alle Fußballexperten wissen natürlich, für die Bayern geht es um die Champions League vor allen Dingen. Nächste Woche gegen Real. Das DFB-Pokalfinale ist erst im Mai. Weitere Nachrichten natürlich auch auf welt.de und dort in unserem Livestream. Bis später. Auf Wiedersehen.